preisen den Namen des Herrn, Geschwister. Sind wir dankbar für das, was wir haben, Geschwister? Sind wir dankbar für das ewige Leben, die Nöte und die Probleme, die Prüfungen, die werden kommen. Die erleben wir, manche weniger, manche mehr, aber sie sind da. Die Prüfungen sind auch da, Geschwister. Aber ich sage immer, Jesus, du siehst es, du weißt es, ich vertraue auf dich. Egal in welcher Situation ich gerade bin, Herr, du siehst sie, du kennst sie und du hast die Lösung. Und Jesus sagt nur, wenn du in so einer Not bist, rufe mich. Rufe mich im Gebet. Wenn du Gott nicht mehr hörst und nicht mehr siehst, es gibt zwei Dinge zu tun, Geschwister. Entweder prüft mich gerade Gott, oder ich muss umkehren. Ich muss Buße tun, um Vergebung bitten. Eins von beiden, Geschwister. Und Jesus sagt zu dir, mein Kind, ich prüfe dich, aber bleibe. Und ich bin so dankbar, dass Gott in seinem Wort die guten Dinge zeigt und auch die schlechten Dinge zeigt, Geschwister. Es wäre nicht fair, wenn Gott nur die Segnungen und die guten Dinge geschrieben hätte. Was wäre dann, wenn wir in Probleme geraten wären, in Nöte, in Fehler? Wir hätten nur gelesen die guten Dinge und dann hätten wir gesagt, Herr, ich mache aber schlechte Dinge. Und Gott offenbart uns alles. Er zeigt uns Menschen, die wo Fehler gemacht haben, gut gelaufen sind, aber auch schlecht gewandelt sind, Geschwister. Ich möchte über einen Menschen sprechen heute. Und es ist nicht meine Absicht, Geschwister, mit dem Finger zu zeigen, weil das könnte auch mir passieren. Das könnte uns allen passieren. Und das ist alles geschrieben. Wenn ich das lese, dann muss ich sagen, nein, so nicht. So darf ich es nicht machen. Ich muss es so machen, wie der Herr es will. Ich möchte von 1. Samuel Kapitel 28 lesen, Geschwister, über Saul, der erste König von Israel. Man würde sagen, ein Mensch, das ganze Volk sah auf ihn. Er war in Verbindung mit dem Herrn und mit Verbindung mit dem Volk. Man würde sagen, er hat eine Verantwortung gehabt. Und ich habe auch eine Verantwortung über mich zu dem Herrn und eine Verantwortung für die Gemeinde, Geschwister. Ich möchte nur ein paar Verse lesen. 1. Samuel, Kapitel 28, ab Vers 5, Geschwister. Ein paar Verse nur. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz wurde ganz verzagt. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch die Propheten.
Da sprach Saul zu seinen Knechten: Sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Knechte aber sprachen zu ihm: Siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Da machte sich Saul unkenntlich und legte andere Kleider an und ging hin, und zwei Männer mit ihm, und sie kamen bei Nacht zu der Frau. Und er sprach: Wahrsage mir doch durch den Geist der Wahrsagerei und bringe mir den herauf, welche ich dir nennen werde. Bis da, Geschwister. Wir sehen einen Mensch, Geschwister, der das Gesetz kannte, der auch Gott kannte, Geschwister. Ein König, und er steht jetzt im Kampf. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz wurde ganz verzagt. Sowas kann auch auf mich kommen, Geschwister. Ich sage nicht, wie kann das passieren beim Saul. Das kann auch bei mir passieren, Geschwister. Ich bin nicht besser. Wir sind nicht besser. Und sein Herz wurde verzagt. Was mache ich jetzt? Jetzt liegt das Problem vor mir. Egal welches Problem. Eine Bitte, eine Krankheit, eine Arbeit, in der Familie, das Kind, egal welches Problem, es liegt vor mir. Was geschieht jetzt? Was habe ich gelernt? Was hat mir der Herr gezeigt? Saul wusste, er hat sogar, es steht vorher, Kapitel 3, Vers 3, er hat die Wahrsager gejagt, weil Gott wollte es nicht so. Gott sagt: Nein, vertreibt die Wahrsagerei, die Zeichendeuter, die Sterndeuter. Geschwister, solche Dinge sind von der Macht der Finsternis. Solche Dinge hat Gott nicht damit zu tun. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, Geschwister. Mit dem Bereich müssen wir zu tun haben. Da sind wir sicher. Da wandeln wir im Licht. Der Heilige Geist, der so wichtig ist, heutzutage in der Gemeinde, auch draußen. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Da wird man sagen: Warum, Herr? Warum antwortest du jetzt nicht? Und wenn wir die ganze Geschichte lesen davor, es lagen sehr viele Dinge, Geschwister, was Saul nicht tat. Als erstes der Ungehorsam. Der Ungehorsam, Geschwister, ist wie die Sünde der Wahrsagerei, sagt uns das Wort. Ungehorsam, Geschwister. Wenn ich gegenüber Gott nicht gehorsam bin, wenn ich nicht gehorche dem Wort Gottes, dann besteht die Gefahr, dass die Beziehung mit dem Herrn zerbricht. Es besteht die Gefahr, dass der Herr sagt: Mach es selber. Saul hatte keine Geduld. Samuel sagte: Warte auf mich, ich werde kommen. Und Saul wartet und wartet und wartet. Es kann auch sein, dass wir auch warten, Geschwister. Warten und warten. Herr, du kommst nicht. Dann mache ich selber.
dann stelle ich mir was vor, mein Programm, und dann mache ich es, wie ich es will und weiß. Und der Herr sagt, mach es. Es besteht die Gefahr, Geschwister, dass die Beziehung zerbricht gegenüber mir und dem Herrn Jesus Christus. Wir müssen lernen zu warten, Geschwister. Wir haben sehr viele alle Sorgen und Nöte, Geschwister. Wir haben Probleme. Der Saul, der bekam Depressionen, Geschwister. Er wurde unruhig. Er wurde ungeduldig. Der Herr bewahre uns. Jesus, ich bin dankbar, dass du in mein Leben gekommen bist. Ich werde auf dich warten. Du hast die Lösung, ich habe sie nicht. Du hast den Segen, ich habe ihn nicht. Und du wirst mich helfen. Wir haben vieles gesehen, Geschwister, in unserem Glaubensweg. Wir haben es anders erwartet, aber es ist anders gekommen. Und es wird anders kommen, Geschwister. Weil wir öfters anders sehen, anders alles haben wollen. Wir haben gesehen, wie gläubige Menschen gingen, alles gelassen haben. Bewahre uns, Herr, dass ich nicht so mache, Herr, dass ich lerne, auf dich zu warten und nicht auf die Fehler zu schauen. Schau nicht auf die Fehler, nur lerne. Ich muss lernen, Geschwister. Weil es kann sein, dass ich auch in so eine Situation komme. Was ist dann? Bewahre mich, Herr. Der Herr antwortet nicht. Wenn der Herr nicht antwortet, dann muss ich umkehren. Herr, ich habe Fehler gemacht, Saul. Vergib mir, Jesus, vergib mir. Ich war ungehorsam, ich war ungeduldig. Ich war sogar auch eifersüchtig auf David. Eifersucht auf den Bruder, auf die Schwester. Nein, nein. Wenn Gott nicht spricht, durch Träume, durch die Urim, das waren die Lose, damals die Priester, die wir hatten, noch durch die Propheten. So, da sprach Saul zu seinen Knechten, sucht mir eine Frau, die Toten beschwören kann. Der größte Fehler, Geschwister. Ich habe die Lösung. Ich weiß, wie ich es mache. Dann siehst du den Bruder, die Schwester, die gehen auf ihre eigene Gefahr, auf ihre eigene Verantwortung. Und die gehen und machen es, wie sie meinen. Und wir sehen die Ergebnisse, Geschwister. Wir sehen die Ergebnisse danach, dass der Herr nicht mehr da ist. Oh Jesus, ich will immer mit dir sein. Wenn ich in Not bin, in Trauer bin, bitte sei mit mir, Jesus. Ich kann viele Dinge nicht verstehen. Ich kann vieles nicht verstehen, was gerade ist. Aber eins weiß ich, dass du bei mir bist. Hilf mir. Er versucht jetzt Hilfe zu holen vor einer toten Beschwörung, vor einer Wahrsagerin. Das bedeutet, ein Toter soll ihm sagen, was geschehen soll. Geschwister, und genau dieser Bereich ist der Bereich des Teufels. Heute gibt es genau diesen Geist, Geschwister, in dieser Welt. Ich habe vieles gehört und erfahren. Ich will es aber nicht öffentlich so sagen. Es gibt diese Dinge, Geschwister, dass Menschen Tote befragen. Und es besteht die Gefahr, weil der Teufel kennt die Ängste der Menschen und er nützt sie aus, Geschwister. Er hat die Macht, sich zu verkleiden, sich zu verwandeln in genau diese Person. Und er hat sich verwandelt genau in diese Person, in Samuel. Genau die gleiche Stimme,
kann der Teufel annehmen von jeder Person, dass der Mensch verführt wird und meint, es ist die Person. Wenn Gott nicht mehr spricht, wenn Gott nicht mehr durch Träume spricht, wer war das dann, Geschwister? Eine Wahrsagerin, ein Werkzeug des Teufels. Man muss die ganze Wahrheit sagen, Geschwister. Wir müssen die ganze Wahrheit sagen, die Menschen warnen, nicht mit solchen Dingen zu geraten. Das war der größte Fehler von Saul. Seine Knechte aber sprachen zu ihm: Bruder, ich meine, wir müssen so tun. Oder wir müssen so tun. Die Knechte, Geschwister, die hätten ihn sagen sollen, aber Saul, vorgestern hast du sie alle gejagt. Gott will das nicht. Und es ist immer gut, Geschwister, wenn wir die Älteste, die Geschwister fragen, die, wo das Wort Gottes kennen: Bruder, ich bin gerade in seiner Not, was meinst du? Und die Lösung kommt vom Wort Gottes, Geschwister. Nicht von ein Wort von außerhalb der Bibel, dass ich sage, du Bruder, der in der Welt hat es so gemacht. Nein, Geschwister, wir machen es so, wie es in der Bibel steht, im Wort Gottes steht. Da sind wir sicher. Hier bekommen wir die richtige Lösung. Und er ging zu dieser Frau. Und es ist tatsächlich, dass es so gekommen ist, dass eine Gestalt herauskam von Untergrund, also von unten. Das war eindeutig, dass die Antwort Gottes immer von oben kommt, Geschwister. Niemals von unten. Es besteht die Gefahr, Geschwister. Wir leben in dieser Welt und Gott bewahrt uns und ermahnt uns. Also er will uns zurechtweisen. Ermahnung ist ein bisschen, hört sich so streng an. Aber er sagt uns nicht so, tu es so. Und wir werden es so tun, Geschwister, wie das Wort Gottes sagt. Wir lesen das heute und sagen, wie könnte das passieren? Es kann auch mir passieren. Es kann auch uns passieren, Geschwister. Wenn wir nicht Acht haben, wenn wir nicht auf das Wort Gottes achten. Vertraue nicht auf dein Herz. Vertraue nicht auf deinen Verstand. Benütze deinen Verstand, aber um zum Herrn zu kommen. Herr, ich will zu dir kommen. Geschwister, das Wort Gottes, Jesus Christus und die Gemeinde, die sind eins. Komme in die Gemeinde, komme und sieh dein Geschwister. Höre das Wort Gottes, komm in Gebet, höre den Heiligen Geist. Vertraue auf den Herrn und gehorche das Wort. Sehr wichtig ist, wieder das Wort zu gehorchen. Nicht nur zu hören und sagen, ja, ja, und ich gehe auf meinen Weg. Wir müssen das Wort gehorchen, Geschwister. Ist es nicht der Wille des Herrn, dass wir in die Gemeinde kommen? Es ist der Wille des Herrn, Geschwister. Warum soll ich es nicht tun? Es ist ungehorsam. Wenn ich nicht kann, das sieht der Herr. Wir arbeiten, Schichten und Krankheiten, alles, das sieht der Herr. Aber wenn der Herr sagt, komme, und ich komme nicht, das ist ungehorsam. Geschwister, der Herr soll uns bewahren und beschützen. Wir sollen bleiben bis am Ende. Der Herr wird uns bewahren vor jeder Gefahr, da bin ich mir sicher. Der Herr soll uns Kraft geben, Mut geben, weiterzugehen. Und wir sollen beten, Geschwister, für jeden Einzelnen. Für meine Frau, für deine Frau, für unsere Kinder. Für die Gemeinde, für die wir in Not sind. Sehr wichtig, Geschwister, dass wir einer für den anderen beten und miteinander immer zusammenkommen, damit wir Kraft bekommen. Der Herr wird uns das alles geben, Geschwister, was wir Not haben.
Lerne zu warten. Lerne den Gehorsam. Sehr wichtig, Geschwister. Warten und Gehorsam und Demut. Sei demütig. Ich soll demütig sein, Geschwister. Der Herr soll uns übernehmen. Den heutigen Abend. Amen. Preisner, liebe Geschwister, wir danken den Herrn für den heutigen Tag. Wir danken den Herrn, dass wir uns hier versammeln können, weil viele können es nicht. Wir haben das Privileg. Heutzutage ist es nicht mehr normal, so wie die Sachen verlaufen. In anderen Ländern dürfen sich Geschwister nicht treffen oder Christen. Und es ist wirklich ein Privileg, dass wir uns hier treffen können und uns und dass wir miteinander sprechen können, dass wir das Wort hören können. Und wie gesagt, es ist wirklich ein Privileg. Für viele ist es ja, es ist ja nur Gemeinde und wir haben 5-mal in der Woche und vielleicht komme ich heute nicht oder morgen nicht oder wie der Bruder gesagt hat, man soll Eifer haben, dass wir in die Gemeinde kommen, liebe Geschwister. Vorhin, vor ein paar Stunden, habe ich ein bisschen mit der Schwester, saßen wir auf dem Sofa und dann hat sie mir gesagt, ah, guck mal, da gibt es ja T-Shirts, christliche T-Shirts, ob wir nicht welche kaufen. Und dann ist mir gleich im Sinn gekommen, so, ja, es ist schön, klar, man kann ja den Herr bezeugen mit einem T-Shirt, mit einer Aufschrift über Jesus, es ist alles schön und gut. Und dann habe ich mir echt Gedanken darüber gemacht. Und dann dachte ich, okay, ich soll zeigen, ich bin hier Christ, aber was sagt mein Leben eigentlich? Was sagt eigentlich mein Wandel? Ich kann auch 20 T-Shirts haben im Schrank, die über Jesus einen Vers bezeugen oder egal was. Aber was sagt mein Herz, liebe Geschwister? Was sagt unser Herz? Bin ich? Wir sollten, besser gesagt, wir sollten Vollblutchristen sein. Ja? Das ist so ein Überbegriff. Und man sollte mit Leib und Seele für den Herrn da sein. Und nicht nur ein Schild. Es gilt auch für das Schild der Gemeinde, das draußen zum Beispiel hängt. Da steht ja auch Freie Apostolische Pfingstgemeinde. Bei den anderen steht irgendwas anderes. Aber im Endeffekt hat es nichts zu sagen. Oder eine orthodoxe Kirche oder katholische Kirche oder evangelische oder alles mögliche und viele andere Religionen. Es hat nichts zu sagen, liebe Geschwister, mit der Realität, was Jesus eigentlich von uns will und was wir eigentlich machen müssen. Eine Ausschrift kann vieles sagen. Wir sind Christen, ja, wir sind Pfingstgemeinde. Bin ich ein Christ? Bin ich ein Pfingstler in meinem Herzen? Tue ich so wandeln und leben, wie Jesus es von mir verlangt? So wie ich wandeln soll? Oder habe ich andere Prioritäten im Leben? Habe ich den Herrn zur Seite geschoben, weil ich den Herrn nicht brauche? Und ich weiß, jeder von uns und erster ich probiere es erstmal immer mit meiner Kraft. Immer, egal was es ist. Weil ich bin stark. Und dann falle ich auf den Boden. Man sagt hier, es gibt so ein Sprichwort, man fällt auf die Schnauze, man fällt auf die Nase. Und dann lernt man erst. Aber man sollte Gott alles anvertrauen. Man sollte alles, egal was wir machen, Gott fragen. Und ich rede über mich erst. Ich mache das nicht so, nicht öfter. Und es ist auch schlecht so. Man sagt immer, ja, der Herr soll mir zeigen, der Herr soll mir dies und das machen. Aber wir nehmen Jesus immer zusammen oder wir fragen ihn um Rat, wenn es um so was Wichtiges geht, wenn es was Großes ist. Aber man soll den Herrn auch bei kleinen Dingen fragen, bei echt kleinen Dingen, bei normalen Sachen. Und nicht, oh, jetzt eine große Entscheidung, ich muss ein Haus kaufen, Herr, bitte zeig mir, oder ich muss heiraten, oder ich muss ein Auto kaufen. Weil für uns Menschen ist es was Großes. Solche Sachen sind was Großes. Ich muss viel Geld ausgeben und dann muss ich den Herrn fragen. Also ich frage den Herrn, wenn ich Geld ausgeben muss, dann frage ich den Herrn. Wir sollen den Herrn aber auch über kleine
Dinge fragen. Über das alltägliche Leben. Und so hat mich das nicht so wachgerüttelt, aber dann dachte ich, okay, wo bin ich eigentlich? Bin ich ein Christ? Wandle ich? Oder ist hier mein T-Shirt und steht, I love you Jesus? Oder es gibt so viele andere Verse. Ja, es ist alles schön und gut, auf jeden Fall. Man kann ja den Herr bezeugen. Es ist ja, spricht auch nichts dagegen. Aber wie ist mein Herz? Das, was hier drauf steht, tue ich das auch wirklich leben? Oder ist es nur eine Aufschrift? Das war so für mich, sage ich mal, so eine Zurechtweisung. Oder, weil öfter ist es halt nur so, boah ja, wir sind ja Christen. Ja. Ich will jetzt, von der Zeit her, es wird auch passen, ich würde einen Psalm lesen. Psalm, jeder kennt den Psalm, Psalm 121. Seite 710 ist es von den Schlachtern, Bibeln. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es wird dein Fuß nicht wanken lassen, und er dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist ein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen, liebe Geschwister. Wir kennen den Vers alle. Und es ist einer der bekanntesten Verse, sage ich mal, von den Psalmen. Und hier steht, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und das hat auch der Bruder vorhin gesagt. Der Herr ist oben, liebe Geschwister. Der Teufel ist unten. Wenn ich nach oben schaue, dann bekomme ich Hilfe. Ich gucke nicht links oder rechts oder egal wo, sondern ich gucke nach oben, weil ich weiß, der Herr ist oben. Und da kriege ich meine Hilfe. Und wie gesagt, ich kriege nicht nur meine Hilfe, wenn ich ein Haus kaufen will oder eine Frau heiraten will oder einen Mann heiraten will, ja? Oder ein Auto kaufen will, oder, sondern ich schaue immer nach oben. Ich kann mich erinnern, vor Jahren hatte ich mal einen Unfall, einen Autounfall, und dann kam der Aufprall, es war ein heftiger Aufprall. Und das Erste nach dem Aufprall, liebe Geschwister, man kann auch sagen, das war in mir, oder für uns Christen ist es so, da kam auch keine Hilfe oder Hilfe, ich kriege keine Luft, weil es, da war Rauch im Auto drin. Das Erste, was ich gerufen habe, liebe Geschwister, war Herr, und ich habe nach oben geschaut. Aber muss es sein, dass ich einen Unfall habe, dass ich nach oben schaue, liebe Geschwister? Muss es so weit kommen, dass ich nach oben schaue? Muss wirklich so was Schlimmes passieren, damit ich zu den Herrn schaue? Und für mich war das, ich sag mal, was ganz Normales. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Und es, ich glaube, das ist bei jedem so, bei jedem Christ automatisch, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann wirst du sofort Jesus oder Gott anrufen. Was anderes hilft dir nicht in dem Moment. Und ich weiß, es kam von der Seele rein, dieses Schreien an Gott, an Jesus. Und es auch andere Sachen im Leben, wenn große Probleme da waren, dann hilft nur Jesus. Aber wie gesagt, liebe Geschwister, man soll immer zu Jesus schauen und nicht nur, wenn ich Probleme habe oder wenn es mir gerade nicht gut geht oder einen Autounfall habe, sondern immer. Immer soll ich zu den Herrn nach oben schauen, weil von dort kommt meine Hilfe. Meine Hilfe kommt von den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und jetzt kann ich mich erinnern, das steht ja auch beim Jona drin. Er hat ja auch gesagt, weil die Leute dort gefragt haben, ja, wer bist denn du und was machst du? Und dann sagt er, ja, ich glaube auch, oder bete an deinen Gott, haben die auch gesagt, ja, ich glaube an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann waren alle erstmal ruhig und es hat den Respekt eingeflößt. Ach, so ein Gott, dieser Gott, der alles gemacht hat. Ja, er hat alles gemacht.
Er hat Erde und Himmel gemacht. Himmel und Erde. Und man hört öfter solche Sätze wie, Gott gibt's ja nicht. Ja? Evolutionstheorie, wir stammen von Affen oder einen Urknall gab's. Ja? Gott gibt's nicht. Und es gibt auch viele Christen, die es leugnen und sagen, ja, Gott, ja, ja, Amen, Bruder, es gibt Gott. Ja? Und wir wissen, dass Gott nicht nur den Himmel und die Erde gemacht hat, er hat sogar den Menschen gemacht, er hat die Tiere gemacht, er hat die Pflanzen gemacht. Am Anfang steht es drin, im ersten Buch steht es drin, liebe Geschwister, wie der Herr das gemacht hat, mit Adam und Eva. Und man glaubt, und man sollte daran glauben. Und viele, wie gesagt, nein, ja, okay. Und du glaubst nicht denjenigen, der dich gemacht hat. Wenn wir sehen, liebe Geschwister, wie perfekt uns Gott gemacht hat. Wenn wir sehen, wie ein Kind im Bauch aufwächst. Durch einen Samen wird es zum Kind. Wenn das kein Wunder ist, liebe Geschwister. Wenn das nicht Jesus gemacht hat, wer soll es dann machen? Es ist so perfekt gemacht, liebe Geschwister. Und nicht nur das, alles andere auch, die Bäume. Für uns ist es was ganz Normales. Ich laufe auf der Straße, sehe einen Baum, oh, tollen Baum. Ja, aber wie ist der Baum geworden, liebe Geschwister? Wir waren letztes Jahr in Griechenland und da sind wir in einer Stadt gegangen. Und da haben wir, liebe Geschwister, so Bäume gesehen, die wirklich, aber wenn ich sage wirklich, wirklich sehr groß waren. Von Umfang, ich übertreibe auch nicht, Umfang vielleicht 5-6 Meter. Wir haben da auch Fotos gemacht mit den Kindern. Und man kann ja sagen, ja okay, boah, ja, das ist ja nur ein Baum oder es ist eine Blume, es ist ja nur ein Mensch. Aber wie ist alles entstanden, liebe Geschwister? Wer hat es gemacht? Es ist ja nicht so, jetzt ist es da. Sondern es hat Jesus gemacht, liebe Geschwister. Und man soll daran glauben. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Er wird meinen Fuß nicht wanken lassen. Wieso? Mir geht's doch gut. Wie oft wanken wir, liebe Geschwister? Wie oft wankt unser Fuß? Nach links und nach rechts. Wie oft passiert es? Jetzt sage ich nicht, wie oft in unserem Leben. Wie oft am Tag? Wie oft am Tag wankt unser Fuß? Es ist nicht nur hier mein Leben lang oder, sondern es gilt jeden Tag wanken wir, liebe Geschwister. Der eine mehr, der andere weniger, aber wir wanken den ganzen Tag. Der Teufel ist ein Kämpfer und er weiß, wie er angreifen muss. Er weiß, wie er dich bekämpfen muss. Und dann kommst du öfter im Wanken, liebe Geschwister, egal wie stark du bist. Deswegen steht es ja hier weiter oben. Man soll nach oben schauen. Ich soll nach oben schauen. Und der dich behütet, schläft nicht. Er tut nie schlafen. Ich schlafe. Du, jeder von uns schläft. Nach 20, 30 Stunden geht's nicht mehr. Egal wie viel Kraft ich habe und wie stark ich bin. Du schläfst ein. Aber der Herr schläft nie, liebe Geschwister. Der ist immer wachsam und passt auf uns auf. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Es kommt nochmal eine Wiederholung. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Aber wenn ich nicht richtig wandel, wenn ich nach links oder nach rechts schaue, wenn ich gerne wanke, nicht aus Versehen, Entschuldigung, mein Herr, vergib mir, wenn ich wirklich wanke, weil ich wanken will, liebe Geschwister, dann tritt, glaube ich mal, die nächsten drei Verse nicht für mich. Ich glaube nicht, dass dann mehr für mich gilt, wenn ich nicht mehr richtig wandeln will. Ja? Es ist ein anderes Ding, wenn ich wandeln will und ich falle, aber ich mache es nicht extra, sondern wenn ich aber wanken will, dann wird der Herr nicht mit mir sein. Da brauche ich mich auch nicht zu wundern, wieso mir alles so schlecht geht und wieso geht es mir nicht so gut und ich habe nur Probleme.
Ja, wieso habe ich denn Probleme? Wie wandle ich denn? Und hier steht, Vers 6, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Also es heißt, der ist immer über mir. Egal was passiert. Aber ich muss bleiben, liebe Geschwister. Ich kann nicht Freie Apostolische Pfingstgemeinde zum Beispiel, oder egal wie die alle heißen, ja? Ich bin Christ, ich bezeuge, ich bin hier oben und rede, aber, ich habe hier ein Schild, ja, hier, I love you, Jesus, ja, zum Beispiel wieder, aber ich wandle nicht. Dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass der Herr nicht bei mir ist. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Und genau das ist der Punkt, liebe Geschwister, die Seele. Der Körper wird vergehen irgendwann mal. Allerspätestens, wenn die Entrückung da ist. Dann wird der Körper sich umwandeln. Aber die Seele wird für immer bleiben. Und das ist das Wichtige. Die Seele ist das Wichtigste. Wir sollen unsere Seele behüten. Vor allem, besser gesagt, der Herr soll unsere Seele behüten, weil wir können selber nicht unsere Seele behüten. Wir können verstärken, wir können es ja verstärken mit Gebet, mit Fasten, mit Lesen. Da kann ich was machen. Aber, liebe Geschwister, es ist die Gnade Jesu Christi, dass wir überhaupt hier sind, dass wir überhaupt leben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir leben. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist die Gnade Jesu Christi. Deswegen bin ich hier und ihr hier und jeder von uns hier. Weil er es so will, nicht weil ich es will. Klar, keiner kann dich zwingen und sagen, du musst ja hier sein. Aber der Herr hat uns erwählt, liebe Geschwister. Es ist ein Privileg, das hat auch der Bruder gesagt. Es ist ein Privileg, dass die Gemeinden offen sind, dass wir den Heiligen Geist haben, dass wir errettet worden sind, dass wir den Siegeskranz haben. Es ist ein Privileg, liebe Geschwister. Und täglich, alltäglich, ich vergesse es öfter, am Tag öfter. Nicht, dass ich sage, oh, ich habe den Herrn jetzt links und rechts weggeschubst, sondern durch die Sorgen, die ich habe, alltäglich. Weil jeder von uns hat Probleme, er muss arbeiten, er hat den Stress, den täglichen Stress. Er hat Kinder, er hat Frau, er hat einen Mann daheim. Es ist alles ein Stress. Und da versucht der Teufel uns anzugreifen mit solchen Sachen, mit solchen kleinen Füchsen kommt er und dann versucht er immer aufzuerst, immer die Wurzel anzubeißen, immer die ganze Zeit, bis du irgendwann mal fällst. Aber wir schauen nach oben, liebe Geschwister. Und hier steht, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ewigkeit, liebe Geschwister, Eingang und Ausgang. Aber nur wenn ich bleibe, nur wenn ich standhaft bleibe, dann wird der Herr von jetzt bis alle Ewigkeiten mit mir sein. In alle Ewigkeiten, das steht ja drin, das hat er mir versprochen. Wir danken dem Herrn, er soll den Rest übernehmen. Amen.